Moin Freunde, was geht? Willkommen zum Spieltagsschnack vom Heimspiel des Hamburger Sportvereins gegen den SC Paderborn, den Ex-Verein von unserem Trainer Steffen Baumgart, was ja Ex-Mitglieder des jeweils anderen Vereins angeht. Da sprechen wir auch nochmal drüber, wenn wir über die Torschützen von heute reden. Da gibt es ja jemanden, der mal bei uns gespielt hat, der heute ja mal wieder das Toreschießen für sich entdeckt hat. Und ja, da kommen wir aber gleich zu. Ich werde hier nach und nach das Spiel durchgehen. Sachen zur Stimmung werde ich da jetzt mit einstreuen, statt das so getrennt zu halten, wie ich sonst bei den Heimspiel-Videos mache. Und ich würde sagen, wir gehen da mal rein. Gab direkt am Anfang eine sehr, sehr schöne Choreo von den Young Ones vorbereitet. Ist ja ein- bis zweimal die Saison, glaube ich, oder so ungefähr einmal die Saison so der Fall, dass da eine Choreo vorbereitet wird und es dann auch so einen kleinen Wechselgesang vor dem Spiel tatsächlich gibt. Das war dieses Mal wieder der Fall. Wechselgesang generell, finde ich, kann man gerne mal öfter machen. Es scheint ja zu funktionieren. Wieso dann nicht auch mal während des Spiels? Das kann man zumindest gut bringen, wenn jetzt kein allzu lautstarker Gegner mit tausenden Fans im Gästeblock ist. Ich meine, von Paderborn waren jetzt, denke ich, schon auf jeden Fall mehr als 1000 mit. Und ich habe sie auch hier und da mal, als sie ein bisschen leiser gewesen sind, tatsächlich auch gehört, was ja auch gar nicht mal so einfach ist, wenn man halt nur unten ist im Gästeblock. Aber wenn da jetzt halt eben keine 5000 Fanmasse an Gästefans ist, die halt irgendeine Beleidigung rufen kann, wenn die Süd dran wäre mit HSV rufen. Das ist ja so ein Ding, da sollte man ein bisschen drauf aufpassen, wenn größere Szenen da sind, aber so gegen kleinere Gegner kann man das, finde ich, gerne mal öfter machen. Das funktioniert ja, wie gesagt. Und ja, die Choreo sah super aus. Unter dem Motto Hamburgs Jugend geht zum HSV. Das ist doch mal ein sehr, sehr schönes Statement, was da gesetzt wurde. Also hat gepasst, war, finde ich, bisher auch die beste von den Young Ones insgesamt gewesen. Und dann geht es auch schon rein in die Begegnung. Und die erste Halbzeit, die war wirklich unfassbar mau und langweilig gewesen. In der 22., was jetzt erwähnenswerte Chancen anging, gab es eine von Schonlau für uns nach einer Ecke und danach tatsächlich 10 Minuten später Muheim über rechts mit einem Abschluss auch mal. Also zwei halbwegs gefährliche Abschlüsse vom HSV. Viel mehr kam da nicht unbedingt bei rum. Vor unserem Tor war auch relativ tote Hose. Dementsprechend insgesamt also ja eine erste Halbzeit, über die man in Zukunft nicht mehr allzu viel sprechen wird. Tatsächlich, die Stimmung hat dabei relativ gut begonnen. Was man dieses Mal auch nicht gemacht hat, war halt eben dieses in Ansagen reingesinge, wenn halt irgendwie Musik läuft und da durchgesungen wird. Oder ja, wie was ich halt das letzte Mal kritisiert hatte, das wurde dieses Mal gar nicht gemacht, was ich ziemlich gut fand. Und so die letzten 20 Minuten der ersten Halbzeit hat sich die Stimmung dann im Spiel angepasst und wurde halt so, ja, ist abgeflacht, wurde ein bisschen Mauer. Dann gehen wir zur zweiten Halbzeit und die begann nicht so toll. Direkt Bilbia mit dem 1-0 für den SC Paderborn tatsächlich. Ja, hat unser Abwehr ein bisschen gepennt, weil über ihm standen auf der rechten Seite noch zwei weitere Paderborner frei, die an der Anspielstation gewesen wären. Er macht es dann alleine und der Ball, ja, kullert dann, klingt jetzt doof, kullert am Rapp vorbei, aber der war halt auch nicht wirklich zu halten von seiner Position aus. Und somit führten die Paderborner auf einmal mit 1-0. Der HSV konnte allerdings gut zurückkommen und antwortete in der 54. Minute, in dem halt eben Karabek den Ball auf Glatzel spielt. Der hat dann freie Schussbahn. Der Schuss ist nicht allzu gut und geht auch direkt auf den Mann, aber er kullert irgendwie durch und es steht dann 1-1. Der Jubel über dieses 1-1 war auch wirklich unfassbar euphorisch gewesen auf den Rängen. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und das war auch gerade da, wo man angefangen hat. Ich verlor eins mein Herz in den Weiten dieser Stadt zu singen, ohne tatsächlich das Klatschen, damit es lauter ist. Weil die Lautstärke wurde generell, oder die Mitmachquote kritisiert vom Kapo und das auch vollkommen zu Recht. Die kann nämlich immer durchaus besser sein. Man hat auch an besseren Tagen Phasen auf der Tribüne, wo man sich denkt, ey, da geht jetzt trotzdem einfach mal mehr. Heute natürlich auch absolut. Und ja, der Gesang, der wurde dann ziemlich lange durchgezogen, wurde dann extrem euphorisiert natürlich durch dieses Tor, was sofort passiert ist. Es fühlte sich so fast an, als hätte man das Tor so ein bisschen herbeigesungen und ist dann halt noch lauter gewesen. Also das waren, keine Ahnung, gefühlte 10 Minuten, die man den Gesang ohne Klatschen durchgezogen hat. Und da war die Quote auch 10 Minuten relativ gut gewesen. Das fand ich sehr, sehr gut. Vor allem nach dem Tor, wie gesagt, war es sehr laut und die Stimmung sehr, sehr stark. Wobei man zum Tor natürlich noch einmal sagen muss, dass davor eigentlich Paderborn hätte Einwurf bekommen sollen, woraus das Tor entstanden ist. Das heißt, durchaus hinterfragbar. Scheinbar darf da der Videoassistent nicht eingreifen. Wäre jetzt so meine Vermutung, wieso er es nicht getan hat, weil es ja eine neue Spielsituation ist. Das wäre jetzt so meine Theorie. Weil ja, eigentlich haben wir halt Glück, dass wir diesen Einwurf da bekommen haben. Aber ja, der HSV hatte dann nach diesem 1-1 klares Oberwasser und auch einige Chancen. Der Volkspark war euphorisch und laut dahinter dann tatsächlich. Vor allem auch, weil sich wieder ein paar Wolken vor die Sonne geschoben haben.
haben, es wieder schön kühler wurde und man nicht bei gefühlten, ja, 20 Grad, die da gefühlt, wenn die Sonne auf die Nord halt, die kommt ja natürlich von Süden dann zur Mittagszeit immer, da fühlt sich das auf einmal wieder an, die Sommertemperaturen, und man steht da in so einer Kleidung, die so für 11 Grad ausgelegt ist und schwitzt dann immer, das ist gar nicht mal so geil. Aber ja, der Regen mit den dahin, damit einhergehenden Wolken, die dann dahin kamen, dass es sich abgekühlt hat, dazu der Gesang, das hat dann dazu beigetragen, dass die Stimmung dann zu dem Zeitpunkt auf dem Peak war vom Spiel, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, und dann kommt in den 60. das 1:2. Man muss sich drüber reden, es war ein extremer Torwartfehler von Matteo Rapp, der den Ball nicht gut erwischt. Und natürlich ist das wieder Bilbia, der den Ball bekommt und der den Ball da wunderschön drüber hebt, dass der Ball sich perfekt ins Tor senkt zum 2:1. Aber ich finde es super schwach, wie er in den sozialen Medien jetzt Rapp komplett niedergemacht wird. Ja, ich bin auch Team Heuer Fernandes, aber Heuer Fernandes kann gerade nicht spielen. Er ist verletzt und deswegen muss man letztlich jede Scheiße nutzen, um halt eben jetzt Raab irgendwie schlecht zu machen. Das Runtermachen von Spielern nach solchen Sachen, nach Fehlern, die einfach passieren, finde ich immer extrem schwach, weil die Spieler sind die, die es am allerbesten wissen, dass das halt eben nicht so gut gelaufen sind. Da muss man nicht noch mit einem Knüppel draufhauen, nur weil man halt eben einen anderen Torwart im Tor sehen möchte, vor einem Torwart, der aktuell gar nicht hätte spielen können, weswegen das eigentlich ja komplett doof ist, wie sich das Leute das jetzt halt eben ja herbeinehmen. Man darf ja auch nicht vergessen, Heuer Fernandes hat ja selber vor nicht einmal vor einem Jahr im Derby ist ihm ja auch ein ziemlicher Fehler passiert, der auch ein bisschen, also eigentlich hauptsächlich dem Rückpass geschuldet ist und auch sehr viel Pech hatte, aber trotzdem, solche Sachen passieren, nicht drauf einhauen, einfach weitermachen. Und das hat der HSV dann nämlich tatsächlich auch getan. Und zwar in der 67. nur 7 Minuten später, Selke per Kopf mit dem 1:1. Und wir sind jetzt wieder da, die Stimmung ist dann wieder da gewesen, nachdem sie auch tatsächlich ganz stabil gehalten hat, nach dem 2:1, die ersten paar Minuten, dann kam halt das Tor tatsächlich, aber ist halt wieder eher auf so einem Standardniveau gesunken, weil dann vor allem auch die Sonne wieder hervorkam, was das Ganze irgendwie gefühlt nochmal so ein bisschen mehr gedämpft hat. Und ja, bis zum Ende kam dann noch einmal das 3:2 durch Glatzel, aber ja, Jubel von den Spielern, von Glatzel selbst war schon ein bisschen gedämpft und man erfährt dann auch warum. Videoassistent kommt, sagt Handspiel, zählt nicht, ich hab's mir jetzt nochmal angeguckt und ja, war ein Handspiel, ist korrekt, dass der Treffer nicht zählt und somit ist es am Ende ein leistungsgerechtes 2:2, mit dem sich hier Paderborn und der HSV hier im Volksparkstadion bei uns trennen. Und ja, ein 2:2, was trotzdem zu wenig ist, muss man sagen. Die Stadt einfach die meiste Zeit nur okay, vor allem mit viel zu wenig Flanken auf halt eben Glatzel und Selke. Wenn wir jetzt schon mit den beiden starten, dann sollten da mehr Flanken kommen. Kam nicht wirklich, sie wurden nicht gut in Szene gesetzt. Man hat sehr, sehr oft wirklich gute Flügelspieler vermisst, finde ich, in der ersten Halbzeit, beziehungsweise mit der Startelf halt eben. Und die Wechsel, die dann kamen, auch wenn man sie gemerkt hat, sie waren erfrischend gewesen, kamen sie einerseits ein bisschen zu spät. Ich glaube, wir sind da schon auf die 70. Minute zugegangen, bis dann Balde und Dompe reingekommen sind. Und ja, waren dann auch nicht ganz so effektiv, wie man sich so ein bisschen erhofft hat. Aber wie gesagt, besser als vorher ist es schon gewesen. Und ja, ein Baumgart-Fan werde ich wahrscheinlich nicht mehr werden, weil mir sein Fußball einfach meistens nicht gefällt. Beziehungsweise ich immer mehr das Gefühl habe, in Zweitliga-Mittelmaß zu sinken. Und 12 Punkte aus 7 Spielen ist im Grunde genau das. Und ich hoffe mal, dieses Gefühl trügt. Und damit beende ich das Video. Ich hoffe, es hat gefallen. Bis zum nächsten Mal. Und natürlich trotzdem, wie immer und natürlich für immer nur der HSV.